So, hallo, wir machen weiter. Bei Ahead in Time, das letzte Mal, haben wir den Riss gemacht im Wald. Außerdem wurden wir besucht auf unserem Schiff. Und sind jetzt auf dem Weg zur Gruselvilla. Es sieht schon cool aus, ne? So atmosphärisch wieder. Irgendwie sieht es zwar auch klein aus, die Villa. Aber die wird wahrscheinlich gleich größer, wenn ich da hinlaufe. Die Musik ist gerade so gut, deswegen will ich so langsam laufen. Bin jetzt auch mal still. Wir genießen die Atmosphäre. Okay. Here we go. Oder auch nicht. Dann gehen wir von außen rum. Yo! Schon wieder so ein Kumpel. Was? Lass mich in Ruhe. Alter, wie... Was? Och, komm. Oh, ich dachte schon. So, man kann auch übrigens ganz schnell hier hinlaufen. Man muss es nur nicht. So. Das ist dann wohl doch eher die Hintertür. Vanessa! Ach so, bin ich wieder am Vordereingang, ne? Toll. Ist auch kein Fenster offen. Gibt's Herzen? Ah, alles klar. Ich bin gerade nur ganz leicht erschrocken. Warum Musik? Warum tust du das mit mir? Uah! Jetzt kam plötzlich wieder dieser... Oh. Okay. Okay, das ist kein Gruselspiel, Conan. Beruhig dich. Es gibt hier keine Jumpscares, okay? Oh Mann. Hä? Das stand da gar nicht. Ich kann nichts machen. Oh doch. Den kann ich nutzen. Der geht nicht. Ach, ich habe nur die zwei. Oh, mein Regenschirm geht auch nicht. Mein Regenschirm ist kein Hut, du Pflaume. Dann schätze ich mal, dass ich die brauche. Ich kann nicht schlagen. Nicht mal mit dem Schlüssel. Das gefällt mir nicht. Okay. Checkpoint. Hm.
Wieso darf ich meinen Hut nicht? Was? What? What? Nein, lass mich. What? Das ist kein Gruselspiel? Dann gehe ich da nicht nach hinten. Scheiße. Ich muss da nach hinten. Wieso denn jetzt schon? Das war doch vorhin gar nicht so. Was? Wo soll ich was? Okay. Dann gib mir den. Dann. Hallo? Schlüssel? Hat er mir das nicht gerade als Schlüssel angezeigt? Was ist B? Wait. Ist sie da... Ist Vanessa da draußen? Der Schatten! Wie soll ich denn... Wie soll ich denn an den Schlüssel rankommen, wenn sie mich nicht... Wenn ich nichts machen kann. What? Okay, dann nehme ich halt erst den. Ach du Scheiße, ich verstehe. Nee, Mann! Ich sehe keine Tür mehr, Hilfe! Ist sie weg? Nope! Da war sie. Ach du heilige was zum Fahr? Komm hier raus und dann gehe ich hier wieder rein. Und dann hole ich mir den Schlüssel. Ich hol mir den Schlüssel nicht. Ich hol mir jetzt den Schlüssel. Okay, tschüss. Nee, jetzt ist sie hier wieder. Wo war jetzt die Tür für den Schlüssel? Hier irgendwo? Nein, doch. Da war die. Checkpoint. Ah, fuck. Hätte ich... Oh, das ist mit mehr Leveln sozusagen, also pro Abschnitt, ja? Ach du Scheiße! Hätte ich mich da unten noch umgucken sollen? Wäre da noch was gewesen? Irgendwelche Easter Eggs oder so? Oh Gott! Also ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich irgendwann mal zu laut schreie. Aber ich schrecke sehr schnell. Ach du Scheiße! Zum Glück ist... Ich hoffe, das ist nur einmal in dem Spiel. Nein. Ich bin aber scheiße. Ah, da draußen ist sie. Seht ihr den roten Strahl? Oh mein Gott. Okay, da oben muss ich hin. Aua. Ach, nimm doch den Schlüssel einfach. Ein altes zerstörtes Tagebuch. Die meisten Seiten wurden herausgerissen. Zu einer verbliebenen Seite blättern. Okay. Warum? Was habe ich falsch gemacht? In seinen Briefen schreibt er über sie, eine Lehrerin. Er sagt, er liebt mich, aber sie sieht ihn die ganze Zeit. Ich kriege nur Briefe und sie seine Zeit. Er ist mein. Sobald sein Studium fertig ist, habe ich ihn wieder.
48. Liebes Tagebuch, heute verließ mich mein Prinz, um sein Studium zu beginnen. Er wird weit und lange weg sein. Er hatte versprochen, mir zu schreiben. Er wird mich doch nicht vergessen, oder? Seine geliebte Prinzessin? Seite 73. Er kommt zurück. Nur ein Wochenende. Eine kurze Auszeit von ihr. Ich werde ihn überzeugen, zu bleiben. Ich kann meine Liebe nicht nochmal gehen lassen. Ein bisschen, ja. Nehmen wir das Buch und schmeißen es da hoch. Was hältst du davon? Boah, dass sie nicht einfach diesen Schlüssel nimmt, ne? Oh. Kann man schon einfach mal den Risttrocken rausholen in der Zwischenzeit. Mutter hatte einen kleinen Unfall letzte Woche. Darum werde ich heute zur Königin gekrönt. Jetzt kann der Prinz mich nicht mehr seine Prinzessin nennen. Das ist nicht fair. Okay. Das ist jetzt blöd. Ich in dem anderen Raum wäre bestimmt was gewesen. Scheiße, es tut mir leid. Ich hätte mich mehr umgucken sollen. Meine liebste Vanessa, es war viele Tage her, als ich das letzte Mal gesehen habe, aber es fühlt sich an. Halt die Klappe da draußen, ich lese. Meine Zeit hier an der Akademie ist schwer, aber ich mache schnell Fortschritte. Es gibt so viel zu studieren im Thema Jura, aber die Bibliothek ist gut gefüllt. Unsere Lehrer sind die besten im ganzen Land. Ich bin dankbar für ihre Hilfe. Ich habe ein privates Studium mit einer Lehrerin begonnen. Eine erfahrene Praktikerin für Jura mit Namen Lady... Die restlichen Buchstaben sind zerstört und zerrissen. Ich glaube, sie mochte die Lehrerin irgendwie nicht. Sie war so ein ganz kleines bisschen eifersüchtig, glaube ich. Wie komme ich jetzt an den Schlüssel da oben ran? Muss ich wieder irgendwo Krach machen? Sodass er runter... Ich meine, nimm ihn doch einfach mit, Mädel. Nein, das ist überhaupt nicht fun. Aber Mädel will ihn nicht mitnehmen. Alter, diese Kratzer, what the fuck. Oh, ich wünschte nur, ich könnte ihn für immer haben. Eingesperrt und in Ketten im Keller. Aber man kann keinen Mann in Ketten legen. Oder? Also können ist so eine Sache. Oh, ein Schaukelpferd. Oh, ein Zug. Wir fahren Eisenbahn. Das ist das... Das ist... Warte, das ist ein Kinderzimmer. Und hier sind... Was? Ich will hier nicht runter. Guck mal, da draußen läuft sie rum. Ja, ja. Nö, nö. Da, guck mal, das Buch will ich lesen. Achso, oh, ich habe jetzt einen Luftballon dabei. Oh, ich verstehe. Glaube ich. Kann ich den Luftballon da ranhängen? Und dann... Oh nein! Alles klar. Ciao. Yay. Es tut mir leid um deine Haare, mein Prinz. Ich wollte nur, dass wir die gleiche Länge haben. Und die gleiche Farbe. Und die gleichen Locken. Du siehst wunderschön aus. Das hat sie natürlich auch alles auf einen Brief geschrieben, ne? Klar. Ach du Scheiße. Ja, nein, ich bin nicht hier. Ciao. Der arme Prinz. Oh Gott. Ich muss dann gleich nochmal, ich gehe einfach gleich nochmal rein und lese dann da unten, ob es da noch mehr... Was zur Hölle? Das ist kein Schwerpunkt. Das... Über, keine Ahnung. Können wir den Ballon nicht einfach nochmal nehmen? Na gut, der platzt wenigstens nicht. Was?
warum ist jetzt... Ich komme nicht aus der Tür raus. Das wollte ich nicht. Wieso komme ich jetzt nicht mehr aus der Tür raus? Wo ist sie? Jetzt hat sie den Schlüssel mitgenommen. Kann ich jetzt da oben wieder raus? Hier ist, will ich hin. Später. Was mich hat gerade gewundert hat, warum ist dieses eine Buch? Warum sieht man dieses Buch und sonst nichts von diesem Schrank? Als ob dieses Buch noch eine andere Bedeutung hätte irgendwann. Was ich meine, das liegt ja auch nicht anders als der Rest da, ne? Nee. Sie duscht sich gerade. My Princess Gun. Ich schwebe da mal ganz leise rüber. Ich schwebe da mal nicht ganz leise rüber, offensichtlich. Okay, so geht's wohl. Okay, ciao. Tschüss, 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 tschüss. War nett mit dir. Ciao, tschüss, wiedersehen. Und jetzt weiß ich, warum ich dich hier nutzen darf. Oh, hier sind auch noch so Zusatzdinge aufgezeichnet. Ist hier auch was am Boden? Nein. Da ist was am... Keine echten Geschenke mehr, ne? Aber ich habe keinen Schlüssel, oder? Ich kann doch da jetzt gar nicht. Ich bringe doch gar nichts dahin. Da kommt doch sie gleich raus oder irgend so eine Scheiße. Oh mein Gott. Mama! Nein, das ist noch nicht vorbei. Das erzählst du mir nicht. Es ist vorbei? Okay, das war weniger schlimm als erwartet. Nach dem ersten Abschnitt. Puh, ich dachte, es wird so ein ewiges Versteckspiel, weil man so viele Möglichkeiten hat, sich zu verstecken und so. Aber das ging ja. Puh. Jetzt möchte ich aber, wie gesagt, wissen, ob da noch irgendwas... Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ob da noch irgendwas ist, was man in dem einen Raum noch hätte finden können.
Ja, jetzt nicht. Später. Postservice fehlt dann noch. Ich möchte noch mal kurz zur Königin Vanessas Villa. Ach, yes. Oh, warte, was sagt das Tagebuch, wenn wir eh gerade schon hier sind? Hallo? Bin ich dumm? Danke. Dieser Snatcher ist so ein Idiot. Oh, das ätzt. Jetzt muss ich irgendwas von ihm aus dem Dachboden einer alten Dame stehlen? Überhaupt, warum lebt so eine alte Dame in so einem gruseligen Wald? Warte, sie wird selbst gruselig sein, oder? Alte Menschen gruseln mich eh schon. Was ist los mit dir, Mädchen? Du wirkst anders als das, was du schreibst. Na gut. Ja, so gruselig war es jetzt dann auch nicht. Rückwirkend betrachtet, aber man weiß es vor. Es war in dem Moment, wo sie das erste Mal aufgetaucht ist, dachte ich so, what the fuck? Aber der Abschnitt selbst war dann irgendwie sehr einfach, oder? Ich habe irgendwie was verpasst. Weil es war jetzt halt nicht wirklich irgendwie schwierig. So. Warte, wo war das? Ach, hier. Oh, muss ich jetzt wieder das ganze Eis kaputt machen? Hallo? Hallo? Halt selber. Oder auch nicht. Hallo. Wenn die Glocke kaputt ist, dann halt nicht, ne? Halt, wo ist der? Da. Geht er trotzdem schnell? Wenigstens die funktioniert. Alles andere wäre jetzt auch ein bisschen ungünstig gewesen, ehrlich zu sein. Stimmt, das war ja dann schon der letzte Abschnitt hier, ne? Ja. Ja, okay, never mind. Also, wenn man weiß, was kommt, ist es nicht mehr ganz so episch, als wie es davor wirkt. Aber ist schon cool gemacht, ne? Schon richtig cool gemacht, so. Also aber ein bisschen zu gruselig für das, was... Also für das, was kommt, ist es, es wird... Also, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ja, ich weiß doch, laber nicht. Ich will doch nur in den einen Raum nochmal reinschnacken schnell. Reingucken. So, komm mal her, Vanessa. Hallo. Tschüss. Ja, ja, hab ich doch schon verstanden. So, ist hier irgendwas, was man lesen kann? Ich kann hier... Wozu diese ganzen Versteckdinger? Das braucht man halt gar nicht.
Ja. Moment. Dann machen wir einmal Krach und locken sie hierher. Ach, sie kommt hier rein. Dann kann ich doch jetzt gechillt in ihren Raum gehen. Ach so. Aus welcher Tür kommt sie raus? Der. Okay, also muss ich erst hier nochmal. Hier nochmal Krach machen. Jetzt kommt sie doch wieder hierher. Ach, komm schon, Mädel. Oh, ich sehe da was anderes, was ich gleich noch ausprobieren möchte. Okay, ich kann hier nun zurück. So, weil in dem Raum habe ich nichts gemacht vorhin. Ach nee, kann ich nicht ausprobieren. Ich habe ja keine. Ich darf ja meine Dings nicht einsetzen. Lol. Nee, hier ist nichts. Also wirklich gar nichts. Was ich mir gerade gefragt habe. Hier ist ja so ein Riss, ne? Aber da komme ich anscheinend auch nicht. Ja, also das ist. Wenn man weiß, dass nichts passiert, ist es weniger gruselig, aber wenn man weiß, ist es natürlich im Normalfall nicht. Guck mal, sie kommt halt nicht mal hinterher. And all magic is gone. Nee, ist schon ein cooler Abschnitt, wenn man es nicht weiß. Wenn man es weiß, ist es dann halt so, ja. Ist okay. Aber mehr Informationen zu Vanessa kriegen wir dann anscheinend nicht mehr. Der Prinz tut mir jedenfalls leid und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.